fliegt mit höchster Geschwindigkeit ins All. Dann sind für den in der Rakete erst 15 Jahre vergangen, während jener, der auf der Erde zurückblieb, 80 Jahre älter wurde. Je länger die Rakete unterwegs ist, desto größer der Unterschied zwischen der Zeit in der Rakete und der Zeit auf der Erde. Nach 50 Jahren im Raumschiff sind auf der Erde bereits 420.000 Jahre vergangen. Unvorstellbar. Schon ein Bibelpsalm spricht von der Zeitverschiebung. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern verging. Berechnungen für Antriebe, die fast Lichtgeschwindigkeit ermöglichen, liegen vor. Warum sollten Intelligenzen auf älteren Planeten uns nicht geistig und technisch um Jahrtausende voraus sein? Warum sollte bei ihnen nicht längst Praxis sein, was bei uns noch Theorie ist? Das heißt, sie können hier gewesen sein. Waren sie hier, dann gibt es auch Erklärungen für viele rätselhafte Funde. Eintragungen ins Gästebuch der Erde. Zum Beispiel dieses Scharbild in Nordchile, erst vor kurzem entdeckt. Ein roboterähnliches Wesen mit viereckigem Antennenkopf. 120 Meter lang in Sandstein geritzt, geschacht. Botschaft der Götter oder Botschaften für die Götter? Ein Kultsymbol, sagt die Wissenschaft. Ein Symbol für wen? Scharbilder wie diese sind nur aus großer Höhe erkennbar. Vom Boden aus sieht man nur willkürliche und sinnlose Rillen. Erst Flieger erkannten die Figuren. War Südamerika ein bevorzugter Landeplatz der Außerirdischen? Waren die Scharbilder Signale für sie? Dieses Scharbild fanden wir in Kalifornien. Diese in England. Die weißen Pferde von Uffington, zeitlich nicht datierbar. So gut zu erkennen, weil die Bewohner der Grafschaft seit jeher einmal im Jahr die Formen mit weißen Kieseln neu belegen. In nächster Nachbarschaft die Hügel der Sonnengötter, auch nicht datierbar. 20.000 Kilometer entfernt, in den Urwäldern Venezuelas, dieser Hügel in gleicher Größe und Form. Ebenfalls für Sonnengötter. Wer aber waren diese Sonnengötter? Es scheint Zeiten gegeben zu haben, in denen Entfernungen keine Rolle spielten. Wie sonst ist es zu erklären, dass eine Steinfigur in Mexiko die gleiche Tasche trägt, wie sie auf einem altpersischen Relief zu sehen ist? Gibt es dafür überhaupt eine Erklärung, wenn man die Mitwirkung flugfähiger Wesen bestreitet? Salpeterwüste in Nordchile. Einsam, verloren. Vom Flugzeug aus entdeckten Archäologen diesen Hügelhang. In Sandstein gemeißelt, Figuren. Flügelwesen. Geometrische Zeichen und daneben kein Zweifel, eine Schrift. Himmelwärts gerichtete Botschaften. Für wen? Über uralte, vom Sand zugewehte Städte fliegen wir von Nordchile nach Rio de Janeiro. Unser Flugziel, der Berg Gavea. Seine Kuppel ist zu einem riesigen Menschenkopf bearbeitet. Lächerlich, wer kommt schon auf die Idee, einen ganzen Berg zu bearbeiten? Die Amerikaner taten es. Heute. Sie meißelten aus der Kuppe des Mount Rushmore die Köpfe ihrer vier berühmtesten Präsidenten. Mit unseren modernen Maschinen ist das einfach.
Woher aber hatten Menschen der Steinzeit Werkzeuge, um in dieser Höhe aus dem harten Granit Formen herauszumeißeln? Die Steine von Karnak in der Bretagne, wie zur Parade aufgestellt, bis zu 13 Reihen, mehrere Kilometer lang, 3000 Blöcke. Ihr Alter über 5000 Jahre. Zu welchem Zweck wurden sie geschaffen und für wen? Wieder einmal sagt die Wissenschaft Kultstätten, für Götter. Für welche Götter sagt sie nicht? Alles, was nicht erklärbar ist, wird einfach als Kultstätte deklariert. Die Wissenschaft sagt auch nicht, woher in vorgeschichtlicher Zeit einzelne Völker jenes erstaunliche Wissen bezogen, um architektonische Hochleistungen zu schaffen. Wie hier in Nordperu, Chan Chan, der Hauptstadt des Chimu-Volkes. Die Chimu-Kultur war schon uralt, als die Inkas ins Land kamen. 200.000 Menschen lebten einst in diesen geometrisch klar gegliederten Straßen und Mauern. Klarheit in der architektonischen Planung, das setzt Ordnung im Geist voraus, hochentwickeltes Denkvermögen. Die Chimu hatten es. Beweis, unter den Trümmern von Chan Chan fand man Goldstelen wie diese. 52 cm hoch. In 56 Quadraten sitzen Zeichen, wie gestempelt. Eine Schrift. Darüber sind sich die Gelehrten einig. Doch niemand konnte sie bisher entziffern. Muss es für solche Leistungen nicht Lehrmeister gegeben haben? Wie sie Däniken im Besuch von Außerirdischen vermutet? Ein Gastgeschenk, uns ins Gehirn gepflanzt? Überlegungen, die auch beim Anblick der alten Maya-Stadt Uxmal in Mexiko kommen. Ein heiterer Baustil. Überall Freude am Ornament. Steinerne Filigranarbeit. Pyramiden mit 365 Stufen, für jeden Tag des Jahres eine. Ein Kalender, der genauer als unserer war. Er kam ohne Schaltjahr aus. Woher kannten die Maya die Gesetze der Astronomie? Aus einem Meer von Urwaldwiesen wächst heute Tikal, die größte und älteste Maya-Stadt. Erst zu einem kleinen Teil vom Urwald befreit. Diese Bauten sind ernster, düsterer. Niemand weiß, warum die Maya plötzlich Städte wie diese verlassen haben und an anderen Plätzen neue errichteten, ohne äußeren Anlass. Wer zwang die Maya zu solchem Wechsel? Folgten sie einem Auftrag, einer Botschaft aus dem Kosmos? Verbrannte Erde. Mit Feuer hat man in britischen Honduras versucht, die Maya-Stadt Luba-Antun vom Dschungel zu befreien. Luba-Antun zu Deutsch, Ort der gefallenen Steine. Hier in einer Tempelruine unter einem umgestürzten Opferstein fand man... einen Schädel aus reinstem Bergkristall. Bergkristall, das die Maya gefrorenes Himmelswasser nannten. Spezialisten haben festgestellt, der Schädel ist aus einem einzigen Kristallstück herausgeschnitten. Der Kristall ist gegen seine Achse bearbeitet. Bergkristall hat den Härtegrad 7, zu hart für einen Stahlmeißel. Auch unter einem Hochleistungsmikroskop zeigen sich keine Bearbeitungsspuren. Sein genaues Alter weiß man nicht. Vielleicht 3, vielleicht 5000 Jahre. Architektonische Hochleistung, künstlerische Kraft, technisches Wissen. Darf man kosmische Einflüsse ausschließen? Es muss einst ein Wissen gegeben haben, das über Jahrtausende verloren ging. Wie sonst war es möglich, tonnenschwere Steine wie die von Stonehenge über weite Strecken zu transportieren und aufeinander zu türmen? Der Riesenstein von Karnak, Frankreich. Der Obelisk von Assuan in Ägypten. Die Mauerblöcke von Sacsayhuaman in Peru. Die Basaltpfeiler von Nan Madol. Die Terrassenquader von Baalbek.
Die größten dieser Steine wiegen 2000 Tonnen. Das ist das Gewicht von 20 Dizuk-Lokomotiven. Die Moari der Osterinsel. Diese Zeugen einer unbekannten, unheimlichen Vergangenheit sind seit Jahrtausenden bekannt. Sichtbar für jeden, zu allen Zeiten. Viele, sehr viele Funde aus dieser Vergangenheit sind noch nicht freigelegt. Auf allen Breitengraden arbeiten Archäologen. Jahr für Jahr bringen sie neue Funde ans Tageslicht. Kleine, große, unwichtige, bedeutende, rätselhafte. Erst vor einigen Jahren fand man in Südperu etwas Erstaunliches. Die Steine von Ica. Vorher hatte man zwar einzelne schon in Gräbern entdeckt, sie aber nicht beachtet. Als aber der kleine Fluss Ica seinen Lauf verlagerte, lagen tausende dieser Steine offen im alten, ausgetrockneten Flussbett. Heute sind sie als Raritäten so gefragt, dass man, nach dem Vorbild der echten, für die Touristen industrielle Nachahmungen herstellt. Ein Experte für solche Funde erklärt: Ich glaube, dass die Entdeckung der Steine von Ica die bedeutendste ist, die man auf dem Gebiet der Archäologie in unserem Jahrhundert gemacht hat. Sie sind der sichtbare Beweis, dass es bereits vor Jahrtausenden uns noch unbekannte Zivilisationen gab. Diese Steine zeigen den chronologischen Ablauf einer Herzoperation. Links der Arzt setzt einen Infusionsschlauch in die Armvene des Patienten. Arzt und Assistent flößen Narkosemittel ein. Rechts beugt sich der Arzt über den Patienten. Die Operation beginnt. Der Arzt links hat den Brustkorb geöffnet. Während der Arzt Arterien abbindet, werden ihm neue Instrumente gereicht. Oben links die Hände des Arztes halten das Herz. So anatomisch genau wurde bereits damals ein Herz dargestellt. Man weiß von erfolgreichen Schädeloperationen vor Jahrtausenden. Dieser Schädel ist 4000 Jahre alt. Beleg für eine solche Operation. Wie dieser Stein aus Ica. Überraschend auch andere Darstellungen auf den Steinen. Dinosaurier. Weltkarten. Ein Mann mit Lupe. Ein Mann mit einem Fernrohr. Vor 3000 Jahren. Aber wir kennen das Fernrohr erst seit 400 Jahren. Fernrohre schon vor Jahrtausenden. Exaktes medizinisches Wissen. Architektonische Gestaltungskraft. Technische Hochleistungen. Wir fanden noch weitere Botschaften der Götter. In Bolivien lieferte uns ein Hügel Belege für frühe Kenntnisse, die uns noch heute Staunen und Bewunderung abnötigen. Auf der Fahrt durch Urwald und Busch trafen wir Erich von Däniken auf einer seiner Forschungsreisen. Vom Boden aus dieser Anblick, ein Labyrinth von Terrassen, Treppenrundungen und Felssitzen. Das kann eine Kultstätte sein, wie die Wissenschaft sagt. Dann aber entstand sie hier nur deshalb, weil es an dieser Stelle vorher eine technische Anlage gegeben hat. Wozu dienten die zwei Steinschienen? Jede 30 cm breit. Sie laufen parallel zur Kuppel, zum Himmel, zu dem die Götter mit feurigen Pferden emporstiegen, wie unsere indianischen Begleiter erzählten. Vieles Ungeklärte an einem Platz. Felsterrassen, keine Deutung. Steinrillen, keine Deutung. Aber hierfür gibt es eine Erklärung. Eine Steinkuppel in der Mitte eines Wasserbeckens. Löcher im Fels durch ein Röhrensystem verbunden. Was war das? Russische Archäologen gaben uns die Antwort mit dieser Skizze von einer vorzeitlichen Metallauswaschanlage in Sowjetarmenien. Fast auf den Zentimeter genau die Einteilung der Auswaschanlage in Bolivien. So soll es sich abgespielt haben. In den Wannen blieb das Edelmetall zurück, das leichtere Gestein wurde weitergespült. Hier wusch man Silber, Gold und Platin.
Gesicht, Hände, Kugelrand dieses Schmuckstückes sind aus Platin. Auch die Augen dieser Goldmaske. Platin schmilzt bei 1800 Grad. Wir können es erst seit 100 Jahren bearbeiten. Dem Himmel näher zu sein, uralte Sehnsucht der Menschheit. Warum baute man Tempelstädte auf Berggipfel, wie in Peru, auf dem Huayna Picchu, 3100 Meter hoch? Noch höher, 6200 Meter, der erloschene Vulkan Licancabur in Nordchile. Auf seinem Kraterrand die höchste Kultstätte der Menschheit. Hier war man den Göttern am nächsten. Bilder, die noch kein Film zeigte. Unten, dicht neben dem zugefrorenen See, eine zweite Kultstätte. Auf der Eisdecke des Kratersees opferte man den Göttern Gold. Sonnenstrahlen erhitzten es, das Eis schmolz, die Gaben versanken im Kratlund. Die Götter hatten das Opfer angenommen. Viel Gold liegt im Inneren des Licancabur. Der Berg Moses. Von ihm aus begann ein neues Kapitel der Menschgeschichte. Auf ihm empfing Moses die 10 Gebote, so wie die Bibel es erzählt. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die heute erst überraschende Erklärungen erlauben. Die Posaunen von Jericho. Beim Propheten Josua heißt es, als nun der Schall der Posaunen ertönte, stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk erstieg die Stadt. Jericho galt als uneinnehmbar. Da passierte das Wunder mit den Posaunen. Ein Wunder? Tatsache. Das sind die heutigen Posaunen von Jericho, die modernste Schallkanone Europas. Sie erzeugt ungewöhnlich intensive Schallwellen, die mit ihren hohen Frequenzen Werkstoffe und Gemäuer zerstören können. Die alte, immer neue Frage, woher kannten die Menschen, von denen die Bibel berichtet, diese technische Möglichkeit? Nachdem der Mörtel hart geworden war, machten wir einen Versuch. In Nebenräumen, die stark isoliert sein müssen, um innere Verletzungen bei den Technikern zu vermeiden, wird jede Phase des Experiments registriert. Eine andere Bibelstelle, der Bericht des Propheten Hesekiel, wurde ebenfalls technisch überprüft. Bei Hesekiel heißt es, da tat sich der Himmel auf, ein Sturmwind blies eine gewaltige Wolke und loderndes Feuer ringsum. Von innen her war es wie Glanzerz. Um ihn waren 4 glänzende Cherubine. Menschengestalt war ihnen zu eigen. Ein jedes besaß 4 Flügel. Menschenhände hatten sie unter ihren Flügeln. Zwischen den Lebewesen war etwas, das aussah wie glühende Feuerkohlen. Über Los Angeles flogen wir nach Laguna Beach zum Ingenieur Joseph F. Blumrick. Er war Leiter der Abteilung Projektionskonstruktion der NASA. Einer von 7, die diese Exceptional Service Medaille der NASA erhielten. Erich von Däniken fragte ihn, wie nach seiner Meinung das Raumschiff ausgesehen hat. Das ist die Form, die ich nach den alten Texten konstruiert habe. Die Hauptschwierigkeit dabei war der Zentralkörper. Als ich ihn hatte, entsprach er einer Entwicklungsform der NASA. Dann sehen Sie hier die 4 Hubschraubereinheiten, die der Prophet in seinem Bericht immer als Cherubim bezeichnet. Oben sitzt die Kapsel des Kommandanten. Und hier dieser rote Teil, das ist der rotglühende Kühler des Reaktors des nuklearen Antriebs. Das ist eine der Hubschraubereinheiten mit den 4 Flügeln. Hier herunter hängt das, was der Prophet die Hand nennt. Ein mechanisch zu betätigender Arm, wie wir ihn heute bauen können. Bei Hesekiel heißt es weiter, er sah, dass auf der Erde neben den Lebewesen, bei den Vieren, ein Rad war. Es war so gearbeitet, dass es nach 4 Richtungen laufen konnte. Mr. Blumrick, wie hat Ihrer Meinung nach dieses Rad funktioniert? Das Rad wird aus dem Hubschrauberkörper ausgefahren, setzt auf dem Boden auf und kann sich dann wie jedes gewöhnliche Rad vor- und rückwärts bewegen.
Außerdem aber kann man durch Antrieb der Einzelelemente Querbewegungen erzeugen, die es möglich machen, dass das Rad in jede Richtung fahren kann. Genau wie der Prophet Hesekiel das beschrieb. Ingenieur Joseph Blumrick erhielt 1974 für seine Radkonstruktion das US-Patent Nr. 3.789.947. Erinnern Sie sich? Das gleiche Rad war auf der altchinesischen Tuschezeichnung. Es lohnt sich für heutige Techniker, die alten Texte zu studieren. Im NASA-Center Huntsville setzten Erich von Däniken und Ingenieur Blumrich ihr Gespräch fort. Mr. Blumrich, wie sind Sie eigentlich zur Beschäftigung mit dem Propheten Hesekiel gekommen? Oh, ganz einfach. Ich habe Ihnen nicht geglaubt. Was Sie geschrieben haben über den Propheten, habe ich als Ingenieur nicht akzeptieren können. Ich habe versucht, es zu widerlegen. Das Ergebnis war, dass ich mich selbst widerlegt habe. Ich habe erkannt, dass Sie recht haben. Wie errechneten Sie die Dimensionen des Raumschiffes vom Propheten Hesekiel? Das ist im Prinzip einfach. Sobald man weiß, welche Form das Raumschiff hat, kann man Größe und Form der einzelnen Konstruktionselemente errechnen. Daraus ergibt sich dann die Gesamtgröße. Was könnte der Zweck für die Landung eines außerirdischen Raumschiffes gewesen sein? Mir ging es grundsätzlich nur darum, die technische Realität zu beweisen. Man kann aber aus den Texten herauslesen, dass die Besatzung des Raumschiffes vermutlich versuchte, der Menschheit irgendeine Nachricht, eine Botschaft zu überbringen. Wann glauben Sie, wird die Menschheit imstande sein, solche Raumschiffe zu bauen? Das Schiff selbst könnten wir schon jetzt bauen. Was wir noch nicht können, ist die Herstellung des Kernreaktors für den Antrieb. Dazu fehlen uns noch die Kenntnisse. Bis wir soweit sind, wird es vielleicht noch 10 bis 20 Jahre dauern. Nur 20 Jahre, das wäre um das Jahr 2000. Sollte der Griff nach den Sternen so bald möglich werden? Der Blick zu den Sternen, der Wunsch, sie zu erforschen, war schon immer die große Sehnsucht der Menschen. Darstellungen auf Ica-Steinen beweisen es. Ebenso wie Stonehenge in England. Eine astronomische Anlage, älter als die Pyramiden. Mehr als 100 Meter beträgt der Durchmesser dieser Beobachtungsstätte. Sie bestand aus 11 Steinkreisen für Sonnen- und Mondbeobachtung. So sah es einst aus. Das Maya-Observatorium von Chichen Itza. In Anlage und Form schon unseren heutigen Observatorien ähnlich. Wie diesem in Masillas. 7 europäische Nationen betreiben hier ihr Observatorium, weil in der Hochebene von Nordchile die klarste Luft der Welt ist. Nicht weit davon, in Tololo, haben die USA ein Observatorium. Die schärfsten Augen der Welt blicken von hier ins All. Und doch sehen sie nur einen Bruchteil dessen, was Radioteleskope hören. Das schärfste Ohr der Welt, das Radioteleskop von Arecibo auf der Insel Puerto Rico. Seine Parabolspiegelantenne hat einen Durchmesser von 300 Metern, dreimal so groß wie ein Fußballplatz. Seine Stahlnetzantenne empfängt Signale von Sternensystemen, deren Licht viele Milliarden Jahre braucht, um zur Erde zu gelangen. Zum Vergleich, das Licht der Sonne erreicht die Erde in 8 Minuten. Wenn es Funksignale außerirdischer Intelligenzen gibt, diese Ohren müssten sie hören. Hat man solche Signale auffangen können? Nein, aber es ist eigentlich auch nicht zu erwarten gewesen. In der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, hätten wir sehr großes Glück haben müssen, wenn wir zufällig gerade einen Stern angetroffen hätten, auf dem zurzeit Gesprächspartner leben. Diese technischen Giganten können hörbar machen, wovon bisher nur Dichter sprachen. Sphärenmusik. Das Weltall ist nicht stumm. Die Milchstraße zischt. Der Saturn brummt. Die Sonne seufzt.
Der Mensch. Wenn Außerirdische seinen Intelligenzsprung ausgelöst haben, muss es nicht nur auf der Erde Spuren ihrer Anwesenheit geben, sondern auch im Menschen selbst, im menschlichen Gehirn. The brain, the human brain. Das menschliche Gehirn ist einzigartig. Niemand hat es bis jetzt wirklich ergründen können. And our explanation is that perhaps unsere Erklärung ist, dass es durch Kreuzungen zwischen Urmenschen und Wesen von anderen Planeten entstanden sein könnte. Das menschliche Gehirn unterscheidet sich von den tierischen Gehirnen durch die Ausbildung des Neugehirns, des Neokortex. In diesem Neugehirn sind wichtige Funktionen lokalisiert, die ein Tier nicht ausführen kann. Unser Gehirn im Querschnitt. Allein 14 Milliarden Gehirnzellen in der Großhirnrinde. Alle reagieren auf winzige elektrische Impulse. Ein Schaltsystem, dessen Leistungen weit über dem liegen, was irdische Technik hervorbringen kann. Das sind Gehirnzellen in 200.000-facher Vergrößerung. Strahlt die elektrische Energie, die wir in uns tragen, auch nach außen? Die Kirlian-Fotografie macht solche Strahlungen sichtbar. Entdeckt vom russischen Ingenieur Kirlian. Das sind Hände. Das Fingerspitzen. Die elektrischen Felder sind deutlich zu erkennen. Eine optische Sensation. Die Röntgenaufnahme einer Hand mit dem Kirlian-Effekt. Ist dies die Aura, der Astralleib, von denen alte Darstellungen und Schriften berichten, in Australien, in Indien? Bei den christlichen Heiligen? Die Ausstrahlung des Menschen, zum ersten Mal gefilmt. Ein erklärbarer technischer Vorgang, aber bei jedem verschieden, je nach körperlicher und seelischer Verfassung. Die Kirlian-Fotografie ist noch am Anfang. Welche Geheimnisse der Psyche wird sie noch enthüllen? Es gibt im Gehirn immer noch Teile, von denen wir wissen, dass sie arbeiten, aber nicht wissen, was sie leisten. Diese Teile aber machen mehr als die Hälfte unseres Gehirns aus. Wie Däniken sind viele Wissenschaftler überzeugt, dass in ihnen ein Wissen gespeichert ist, das Außerirdische darin versenkt haben, programmiert. Eine Wissensreserve, die abgerufen werden kann. Auch der Glaube an ein Weiterleben unserer Seele, wie es alle Religionen verkünden, kann hier verankert sein. Zwischen dem Glauben und dem Wissen liegt das weite Feld des Unbewussten, der Parapsychologie. Die Wissenschaft nimmt parapsychologische Phänomene sehr ernst. Es gibt jedoch Phänomene, die nicht exakt zu definieren sind. Diesen steht sie kritisch gegenüber. Möglicherweise stehen diese Phänomene mit den unerforschten Hirngebieten in Zusammenhang. Unerforschte Kräfte. Jeder hat sie. Jeder kann das nachprüfen. Legen Sie zwei Blätter der gleichen Pflanze nebeneinander. Konzentrieren Sie all Ihre Sympathie auf das eine, hier das linke Blatt. Sie werden feststellen, dass das andere Blatt, das Sie nicht beachtet haben, früher welkt. Wieso? Vielleicht kann die Kirlian-Fotografie es eines Tages erklären. Denn Pflanzen haben eine ähnliche Abstrahlung wie Menschen. Reagieren Pflanzen deshalb auf die elektrischen Impulse, die von unserem Gehirn ausgehen? Es scheint unglaublich. Wir können auch tote Materie mit unseren Gedanken beeinflussen. Versuchen Sie es. Stellen Sie ein Stielglas auf den Kopf. Wollen Sie ein Stück Pappe zu einem Zylinder? Befestigen Sie ein Kreuz aus zwei Pappstreifen über einer der beiden Öffnungen. Stechen Sie durch den Kreuzungspunkt. So, eine Stecknadel. Stülpen Sie nun die Pappröhre mit der Nadelspitze auf das Glas.
Halten Sie die Hände so. Und nun konzentrieren Sie sich. Denken Sie nur dies. Der Zylinder soll sich drehen. Soll sich drehen. Die Flamme der Kerze zeigt, dass es keinen Luftzug gibt, der den Zylinder bewegen könnte. Wenn sich der Zylinder bewegt, denken Sie, der Zylinder soll anhalten. Stoppt er, dann befehlen Sie, dreh dich in die andere Richtung. Wir haben es untersucht. Fast jeder kann dieses Experiment ausführen. Aber es gibt spezielle parapsychologische Begabungen, die nur Einzelne haben. Man nennt sie Medien. Ein berühmtes Medium mit der Gabe für eine Vorausschau lebt heute in den USA. Jane Dixon, hier im Gespräch mit Erich von Däniken. Die Ermordung Präsident Kennedys wusste sie 11 Jahre vorher. Sie versuchte alles, ihn von der Fahrt nach Dallas abzuhalten. Den Selbstmord Marilyn Monroes sah sie 1 Jahr vorher. Ebenso die Ermordung des Senators Robert Kennedy. Zu allen Zeiten gab es Menschen, die fähig waren, in die Zukunft zu schauen. Die Ereignisse voraussagten, von denen sie nichts wissen konnten. Die Orakel der Antike. Im Mittelalter der Pestarzt Nostradamus. Seine Prophezeiungen reichen bis in unsere Gegenwart. Und Leonardo da Vinci, der größte, der geheimnisvollste von allen. Im Jahr der Entdeckung Amerikas wurde er im italienischen Dorf Vinci geboren. Die Welt kennt seine Bilder, seine Prophezeiungen nur wenige. Sie liegen in einer Vielzahl von Konstruktionszeichnungen und Modellen vor. Die meisten von ihnen sind heute Wirklichkeit. Leonardo konstruierte ein Fahrzeug mit Eigenantrieb. Das erste Auto. Mit Federkraft lief es 30 Meter. Diese durch Wasserkraft angetriebene Pumpe transportierte Wasser bis zu 10 Meter hoch. Eine Ramme mit Selbstauslöser. Zahnradgetriebe mit verschiedenen Übersetzungen. Erst 300 Jahre später wurden sie wiedererfunden. Jedes Motorrad, jedes Auto fährt mit diesem Leonardo-Patent. Die ersten Schnellfeuerwaffen. Das erste Schiff mit Schaufelradantrieb. Wasserschuh. Rettungsring. Und ein Fahrrad mit Kettenantrieb. Erst Jahrhunderte später ging es in Fabrikation. Auch Leonardo träumte den Traum vom Fliegen. Er träumte nicht nur, er konstruierte bereits Flugzeuge. Auch das Grundprinzip unserer Hubschrauber hat er schon erfunden. Sein Erbe: dicke Bände voll technischer Zukunftsvisionen. Wieso konnte Leonardo so weit über die Grenzen seiner Zeit vorausdenken? Es kann nur eine Antwort geben. In diesem genialen Gehirn war ein Wissen vorprogrammiert, das abgerufen wurde. Zukunftsweisend. Denn seine Erfindungen öffneten das letzte Tor ins Zeitalter der Technik. Obwohl seinem Jahrhundert die dafür notwendigen Antriebskräfte fehlten. Jene Energien, die wir erst viel später nutzbar zu machen lernten. Wasserkraft, das kannte er. Doch die Dampfkraft kannte er noch nicht. Er sah Blitze am Himmel zucken. Die Kräfte der Elektrizität kannte er noch nicht. Erdöl, wichtigste Energiequelle unseres Jahrhunderts.
Stoß explodierender Gase trägt unsere Raketen in den Weltraum. Atomkraft. Größte Bedrohung. Aber auch größte Hoffnung für die Technik der Zukunft. Die Kräfte der Plasmaphysik. Ein einziger Reaktor wie dieser könnte eines Tages ganz Deutschland mit Energie versorgen. Die Sonne. Seit je die größte Energiequelle für die Erde. Erst jetzt beginnen wir, ihre Kräfte in riesigen Sonnenöfen einzufangen und industriell zu nutzen. Unaufhörlich und immer rasanter entwickelt und erweitert sich die Technik. Sie macht die Irrtümer von gestern zu Tatsachen von morgen. Und doch ist jeder ihrer Fortschritte immer nur ein neuer Anfang. Der Forschungsdrang im Menschen, die Botschaft der Götter in uns, kennt keine Grenzen, keinen Halt. Noch vor wenigen Jahrzehnten versicherten ernsthafte Wissenschaftler, die Landung von Menschen auf dem Mond ist biologisch und technisch unmöglich. Heute sind Aufnahmen wie diese selbstverständlich. Und der erste Brocken Mondgestein ist bereits ein Museumsstück. Die Venus. Noch vor 30 Jahren stand in Schulbüchern, sie bestehe nur aus Gas. Jetzt haben Fotos sowjetischer Raumsonden bewiesen, die Venus ist feste Masse und hat Geländeformationen. Das Weltall wird zum Forschungslabor unseres Jahrhunderts. Ein innerer Zwang treibt uns seit je dazu, das Geheimnis der Sterne zu ergründen. Immer weiter, immer tiefer stoßen wir ins All. Verschieden die Formen und Modelle der Flugkörper, aber allen gemeinsam das gleiche Ziel. Die ersten Aufnahmen des Space Shuttle Modells. Eine Rakete wird es in den Weltraum schießen. Dort schwebt es so lange, wie es seinen Forschungsauftrag verlangt. Dann landet es wieder auf der Erde, wie ein normales Flugzeug. Sein Laborteil kann herausgenommen, ein anderer eingesetzt werden. Eine Rakete kann es erneut ins Weltall schießen. Space Shuttle, der erste irdische Weltraumflugkörper, der mehrmals ins All geschossen werden kann. Was die Forschung aus dem Weltall an Ergebnissen liefert, wird zur Grundlage für die Konstruktion neuer Sonden, die als zunächst unbemannte Pioniere zu noch ferneren Planeten vorstoßen. Wenn ich behaupte, dass wir Menschen uns auf einer vorgeschriebenen Spur zu den Außerirdischen hinbewegen, dann sind unsere rasanten technischen Fortschritte keine Wunder mehr, sondern Stationen auf einer durchaus logischen Entwicklung zurück zu den Sternen. Sind also all unsere astronautischen Unternehmungen nur das Echo auf den Ruf aus dem All? Schon umkreisen unsere Sonden den Mars, die Venus, den Jupiter, werden sie sich noch ferneren Planeten nähern. Dem Saturn, dem Merkur, Uranus und Neptun. Und eines Tages werden Menschen unser Sonnensystem verlassen und aufbrechen in die unendlichen Räume der Milchstraße. Zu einem der 2 Milliarden Planeten, auf denen, das ist wissenschaftlich erwiesen,
Leben möglich ist. Leben möglich ist. Leben möglich ist. Leben möglich ist.